Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Stadtmacht bei mir im Singleplayer-Projekt, die zweite Folge am Start. So, nachdem ich hier hingefahren bin in der letzten Folge, habe ich mal nach Stickstoffwerk geguckt. Der ist perfekt. Ich bin leider aufs falsche Feld gefahren. Ich muss jetzt drehen und auf die anderen Felder. Also auf die anderen Wiesen eher so gesagt. So, die Folge nehme ich jetzt direkt nach der ersten auf. Also, ich kann noch nicht auf Kommentare reagieren. Auch wenn ihr Tipps habt, also die reell aus der Landwirtschaft kommen, weil ich ja eher realistisch spiele, sagt mir die ruhig. So, aber bis wir auf dem Feld angekommen sind, oder sag ich mal, bis wir die Arbeit fertig haben, einmal im Zeitraffer. So, jetzt wären wir auch mit dem letzten Feld fertig. Ich habe ein bisschen zu viel Dünger gekauft, aber nur ein bisschen. Ist dann so. Der wird jetzt leer gemacht, auf dem Anhänger wieder verladen oder in eine Kiste verstaut oder auf dem Lecker oder sowas. Und dann weggestellt fürs Frühjahr. Ich muss mir aber dann noch eine Kiste besorgen, wo ich da drüben fahre. Also Rimpackgarn.
So, den stelle ich dann wieder so rein. So, hier stehen. Ich kann nämlich jetzt hier stehen. Dann verräume ich den Gepäck mal auf dem Anhänger und dann wird das in die Kiste gepackt. Und oben auf dem Rücken. In der Zwischenzeit, wie es jemandem schon aufgefallen ist, habe ich die Beine hochgeräumt. Mit dem Hochlader. Also zwischen den zwei Folgen. Das war nämlich ein Akt des Müll. Hätte sie nur sehen müssen. Aber wie der Hochlader halt ist, praktisch. Praktisch, einfach nur praktisch. Einfach nur praktisch. Ah, habe ich euch den hier gezeigt? Oh, ich glaube nicht. Das ist auch eine Menge, der Kipper. Oder nee, ein Reich, Entschuldigung, Reich. Ist auch so ein Anhängerpaket gewesen. Ich weiß aber gerade nicht, welches ist. Ich könnte den Link mal raussuchen und euch in die Beschreibung machen. So, dann besorge ich mir gerade noch vom Händler eine Kiste. Jetzt haben wir hier alle Felder gedüngt werden müssen gedüngt. Jetzt müssen wir noch gucken, ob da noch eine Feld super. Und dann vielleicht noch Saat einwerfen. Oder ob wir da Zwischenfrucht drauf machen. Und dann Mais oder so anpflanzen zum Dreschen. Muss man halt gucken. Ihr könnt das ja in meine Kommentare schreiben, was ihr bevorzugen würdet. Die meisten sind aber noch nicht auch die schwer, also wie die einfach zu kennen ist, weil die Singleplayer nicht Geld sind. So. Ich gehe mal zum Händler. Wir brauchen eine Kiste. Wir sehen uns dann gleich hier wieder. So, da bin ich wieder. Zwei Paletten geholt. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Ich habe jetzt keine Lust, zweimal zu fahren. Aber eigentlich müsste man das ja, ne? Aber wenn es so gehen würde, würde ich noch vor sein. Geht. Und der packt das noch. Also, man kann nicht hinkommen, wie sich zum Beruf fahren, ne? Nur mal, ne? Versteht man natürlich. So. Die Map wurde ja schon mal gezeigt. Hat Luca ja im Video oder Luca Ben und ich ja im Video dazu gemacht. Was auch sehr, sehr gut bei euch ankommt, deswegen habe ich mir die Map nochmal ausgesucht. Ich dachte, komm, die Map ist gehypt. Probier ich mal aus. Und ich finde die Map ja sehr toll. Aber ich bin mal gespannt auf die Ellerbach, die kommen noch so. Und auf die Schellenberg von Jogi. Bin ich auch mal gespannt. Ja. Wie gesagt, es kommen jetzt erst die interessanten Maps raus. Nicht vor einem Jahr, nicht vor 2 Jahren, jetzt. Im letzten Jahr. Obwohl ich finde diesen 3-Jahres-Zyklus gar nicht mal so schlecht. Man könnte auch einen 4-Jahres-Zyklus machen jetzt, weil wir jetzt diese geilen Maps haben, um die alle nochmal zu bespielen. Aber wie gesagt, dieses Jahr kommt ja der neue LS raus. Ich bin mal gespannt, was die hier rausmachen. Ob die auch mal ein bisschen mehr europäische Sachen machen und ein bisschen mehr kleinere Maschinen. Also kleinere, neuere Maschinen, kleinere, ältere Maschinen. Das werden wir mal warten. Worauf ich mich freuen täte.
Man muss nur Hoffnung haben. Dann bekommt man alles. Ich glaube, das war ein bisschen viel. Ich glaube, ich habe die Kiste überladen. Ich habe hier dieses Überladungsgerät von Modded Eicher drauf. Ja. Ich glaube, ich musste mit dem Schlepper hochfahren. Ja, ich fahre sie mit dem Schlepper hoch. Und dann muss ich auch mit dem Schlepper runterfahren. Ich hole gleich mal den IAC. Den kleinen. Mal gucken, ob der halt, glaube ich, oben nehmen muss. So, zack, der kommt hier hin. Hier, wie wiegt denn die Lea? Krieg ich die getragen? Mal kurz hier hingucken. Ja, die kriegt man getragen. Also geschoben. Der bleibt so. Obwohl, den kann ich vorfahren. Dann ja, fahr ich wieder hinten in die Ecke. Das stört nämlich keinen. Denn die stört nämlich wirklich keinen. Und dann gucken wir mal, wie es mit hier hingeht. Sonst gehen wir drüber. Mit dem hier aber. Kommt der Frontlader noch ab. Ja. Da. Aber jetzt erstmal mein Schätzchen rausnehmen. Und wir haben genau den gleichen. Wunderschöner. Ja. Das ist halt im LS mit den kleinen Maschinen. Ohne Mods kann man halt nicht viel, also nicht viel machen, ne? Aber ich finde die super, die kleinen Maschinen. Bin mal gespannt, ob die mitkommen. Warum will der jetzt nicht so wie ich es will? So. Siehst du mal. Was ist denn das? Alter. Jetzt sag ich, dass es in der Kinder gegangen ist. Ein bisschen weiter können wir jetzt nicht aufzunehmen. Ich glaube, ich muss die Palettengabel neu. Also eine neue Palettengabel muss ich jetzt. Irgendwie oder funktioniert das ist ja von dem Premium Expansion. Ob das nur mit den Kisten von der Premium Expansion wird? Keine Ahnung. Da kümmere ich mich später. Dann fahren wir grob an, ne? Ja. Das ab, ja. Und dann ist es hier. Dann ziehen wir die Schuhe. Und die Frontscheibe mal auf. Den Sound von dem Mega. Der ist richtig realistisch. So, dann nehmen wir mal einen 2,50 Meter Kupfer. Den schön. Hinter dem IAC. So, hier. Da kann ich schon das Kugeln machen. Beide.
dann hole ich gleich noch. Ja, ich hätte von hinten das Gewicht holen müssen. Die Kugeln gehen gerade. Ich steppe halt ja auch mal von links hoch. Ich finde, der Kuba erinnert mich richtig an Lenken. Von der Bau, also von der Bauform. Früher wurden die ja auch zugebaut, aber von der Farbe und von der Bauform. Könnte es ein Lämpchen sein. So, ich habe mich mal auf ein Gewicht noch ordentlich gemacht. Ja. Also ein bisschen Gewicht von Mutter. Ein Steyr Multi oder sowas. Mal gucken. Ja, das muss ich mal machen hier. Mal gucken. Ich werde mal rein. So. Ich habe hier so ein neues Ding auf dem Smartphone. Das heißt, das nennt sich GPS. Jetzt spanne ich aufs Lenkrad. Vorher müssen wir gucken, ob wir die Steine wieder reinziehen oder ob wir sie lassen. Nämlich Steine sammeln habe ich überhaupt nicht gesehen. Das ist so ein. Das, was ich überhaupt gar nicht mag. Erstmal Diff sperren und Allrad aus. Oder? So, dann fahren wir zum Hof.
Gespräch davon zu reden, dann ist Ende heute. So. Dann wird das schon mal fertig. Und dann gucken wir dann danach, was wir da reinsehen. Gucken mal auf eure Kommentare, was ihr sagt, aber ich denke, wir sehen das nicht. Ich muss gleich noch einen Kärcher kaufen, um die Sachen sauber zu machen. Habe ich schon noch nicht gemacht. So. Mal gucken, warte. Scheiße. So. Hat so super geklappt mit dem. Dann gehen wir mal gerade vor und dann beende ich. Oder komm. Was machen wir hier? So. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Und tschüss.